Und hallo Leute, mein Name ist Gutgu und willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Wir sind im dritten Stock im Magnetbahn und fangen auch gleich mal mit dem ersten Level an. Okay, dritter Stock, Raum 1. Wir haben 4 Mini-Marios, wow. Die Pflanze hier spuckt Feuer, die müssen wir irgendwie als erstes ausschalten. Und okay, dazu nehmen wir diese Blöcke und setzen die erstmal hier hin. Okay. So, was beim Magnetband besonders ist, warte mal, erstmal hier den Mini-Mario bewegen. So, okay, ist folgendes. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Mini-Mario zuerst laufen lassen, oder gleich alle in die Richtung, können die an der Decke entlang laufen und an den Wänden, denn wie die Welt schon sagt, ist hier alles magnetisch. Und dadurch kann man, wie schon gesagt, an den Wänden und an den Decken laufen. Okay, jetzt sperren wir nur noch... Moment, verdammt, da ist der Buchstabe, den wollen wir auch noch haben. Okay, hier einsperren. Ein Mini-Mario kurz rüber, um den Buchstaben zu holen. Ich verstehe. Okay. Bleibst du stehen? Das muss man ganz anders machen. Du musst dich nämlich bewegen. So, okay. Weg damit, hierhin. Denn nun holt dieser eine Mini-Mario den Buchstaben. So, Nein! Oh, okay, Level neu starten. Ich habe ihn aus Versehen sterben lassen. Okay, dann machen wir das anders. Wir holen den Buchstaben zuerst, bevor wir die Mini-Marios hochholen. Also hier weg. Und hier hin. Okay. Dann lauft es eine ganze schöne Runde. Und holt den schönen Buchstaben. Genau, umdrehen. Laufen. Wieder zurück. Diese können wir schon mal nehmen und diese ja auch. Und stopp. Bleibst du hier stehen? Okay. Dann setzen wir hier noch die Blöcke hin und alle Mini-Mario in die Richtung. Yay, auf geht's. Richtung Ziel. Gut, dann sperren wir diesen hier noch ein. Und lassen diese Mini-Marios einfach schnurstracks Richtung Ziel laufen. Denn somit hätten wir dann vom dritten Stock Raum 1... abgeschlossen mit allen 4 Mini-Marios. Yay! Woohoo! Okay. Gut. Das Ergebnis, Silberstern. Und es wird auch so bleiben, das weiß ich jetzt schon. Ja. Bla, Punkte. Punkte. Und kein Goldstern, sagt ich's nicht. Okay, dann machen wir gleich weiter mit Raum 2. Wir haben 1, 2, 3 Mini-Marios. Oh, genau, okay, ich verstehe. Wir schauen erstmal uns um. Okay, da gibt es Fließbänder. Das sind Scheigeister, mit denen wir rüber müssen. Nein, nicht unbedingt. Okay, die Blöcke sind da vorne. Okay. Wir starten mit diesem Mini-Mario und lassen ihn erstmal hier hochspringen. Er wird sich daran festhalten und wir schleudern ihn mit Hilfe dieses Rades, das wir ankurbeln müssen, nach oben. Ach, verdammt, das hatte ich gleich mal neu starten. Ich möchte ja den Buchstaben auf jeden Fall holen. Okay, ja, ist schön, wir wissen's. Schöner Raum. Okay, du startest erstmal und hebst dich hier fest. Wir kurbeln dieses Rad ein bis zum geht nicht mehr. Weiter. Immer weiter ankurbeln. Okay, jetzt ist es ziemlich schnell. Hoch mit dir. Und wir haben den Buchstaben. Okay, sehr gut. Gut, alle in die Richtung. Oh, halt, du doch nicht. Du noch nicht. Wo sind die anderen zwei hinten? Okay, sie kommen auch schon in diese Richtung. Sehr schön. Und loslassen. Hey, du auch. Gut, wenn sie sich festhalten, muss man die zur Seite laufen lassen. Genau, alle in diese Richtung. Okay, alle warten brav. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich alle drauf einmal losspringen lasse. Okay, wir kurbeln auf jeden Fall. Ankurbeln. Immer schneller. Schneller. Und hoch mit euch. Ach, verdammt. Okay, nochmal. Warum ist dieser kaputt gegangen? Noch einmal. Ich verstehe nicht, warum dieser kaputt gegangen ist, aber es sollte nun mal so sein. Okay, dann machen wir es eben langsamer, aber sicher. Also erstmal du. Dich kurbeln wir an wie ein Blöder, damit du ganz schnell nach oben fliegst. So ungefähr. Jawohl, dann hätten wir schon mal den Buchstaben. Gut, ihr sollt hier hinüber. Du auch. Sehr brav. Brave Kinder. So, Blöcke weg. Alle bewegen sich Richtung Ziel. Sehr schön.
Und nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Okay, weiter. Ihr könnt stehen bleiben, apropos. Weiter. Und weil, oh Gott. Ich dachte schon, er würde sterben, weil er einfach runtergesprungen ist. Okay, jetzt kurbeln wir wieder an. Ankurbeln, ankurbeln. So, hoch. Blöcke hinsetzen. Hätten wir schon mal zwei gerettet. Gut, fehlt noch der eine. Wieder ankurbeln, ankurbeln, ankurbeln. Hoch mit dir. Blöcke hin. Und der dritte Minimario ist auch gerettet. Okay, damit hätten wir Round 2 mit allen drei Minimarios abgeschlossen. Gut, Punkte, Punkte, Punkte. Wow, ich glaube, diesmal war ich ziemlich schlecht. Ah nein, das Silberstern bekomme ich trotzdem. Okay, gut, dann machen wir weiter mit Raum 3. Wir haben 1, 2, 4 Minimarios. Einer davon ist golden. Also, wow, für die ersten drei Level sind das ziemlich viele Minimarios. Was kann ich... Ah, okay, kann ich umdrehen. Gut, das wollte ich nur kurz herausfinden. Damit habe ich leider dummerweise auch das Level gestartet. Okay, da hinten ist schon gleich das Ziel. Deshalb bewegen wir erstmal den hier. So, umdrehen. Man kann das umdrehen, dann bleibt er da an der Decke kleben. Okay, wir brauchen die Blöcke, die sind hier. Weiter geht's. Lassen ihn hier weiterlaufen. Okay, lauf, 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 lauf. Brav, hier geht's weiter. Das war ich jetzt nur, um den Buchstaben zu holen. Okay, umdrehen, umdrehen. Braver Mini Mario. Umdrehen. Und den Buchstaben geholt. Gut, dann wieder hoch. Sehr schön. Und das war es eigentlich auch schon mit dem ganzen Level. Jetzt lassen wir ihn noch hier hinlaufen. Bewegen das andere. Oh, warte, warte, warte. Alle in diese Richtung. Stopp, stopp. Den goldenen Mini Mario noch. Auch in die Richtung. Und du darfst dann auch warten. Umdrehen. Und jetzt nur noch alle. Brav ins Ziel hinein. Oh, diese muss ich wahrscheinlich extra springen lassen. Halt! Ja gut, dann geht alle in die Richtung. Dann dauert das zwar länger, aber egal. Klappt das auch, wenn du... Nein, man kann ihn da gar nicht... Was, habe ich einen Fehler gemacht? Oh nein, 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 nein. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Sie können auch nicht springen, wenn sie kopfüber da hängen. Okay, dann muss man das doch andersrum machen. Umdrehen. Halt, 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 halt. Okay, beweg dich ein bisschen weg. So, umdrehen. Oh, fehlt noch der andere. Ein bisschen rüber. Danke. Und nach oben drehen. Okay. Hier rüber. Und alle Richtung Ziel laufen. Okay. Da muss man erstmal hier umdrehen. Sehr schön. Einfach da rechts rüber. Okay, so geht das zum Glück. Doch noch. Hier umdrehen. Halt! Okay, sehr gut. Und alle ins Ziel hinein. Boah, war zwar kurz eine kleine Umstellung, aber es wäre doch noch geschafft. Yay! Wuhu! Okay, puh, das war Raum 3. Also es wird immer schwieriger, das merkt man ja jetzt schon. Weil durch die Magnetwände zum Beispiel immer mehr Möglichkeiten bestehen. Okay, Stock 3, Raum 4. Wir haben einen... 3 Minimarios. Oh, warum kann es nicht mal nur einer oder zwei sein? Okay, jetzt schauen wir mal. Da unten ist eine Sprungfeder, den können wir aber auch hier hochlassen. Dort ist der Buchstabe. Okay, die Frage ist wie... Okay, dort geht es hinunter. Da können wir den letzten Minimario holen und da ist das Ziel. Okay. Die Frage ist jetzt, wir lassen den mal laufen und er wird sterben. Okay, das war schon mal komplett falsch. Okay, ach so, ich verstehe, das ist nur um die Münzen zu holen. Okay, wir lassen ihn erstmal hochspringen. Das soll man so machen, man lässt ihn jetzt hier stehen und runter. Dann holt er die Münzen und ist schon mal hier drüben. Ah, interessant. Gut, jetzt ist die Frage, jetzt folgende Frage, wie bringe ich ihn dazu, zum Buchstaben zu fliegen? Also, wir kurbeln das auf jeden Fall an und, nein, so fliegt er eben, nein, sagt mir nicht, ich soll das machen, was ich jetzt denke. Kannst du, er kann sie, oh nein, ich habe schon verstanden. Das ist sehr dumm, aber man muss es so machen. Also, wir kurbeln den hier an. Moment, das mache ich anders, lassen den laufen eine Runde. Kurbeln hier, ey! Kurbeln hier an. Und wenn er jetzt rüber möchte, schleudern wir diesen hoch. Oh, das klappt nicht. Okay. Nein, nein, nicht nur hoch. Ja, okay, okay, man kann sie doch seitlich springen lassen. Es klappt doch. Wow, 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 wow. Okay, okay. Sehr gut. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Und schräg springen. Okay, lassen wir dich erstmal rüber.
Genau, dich lassen wir einfach unten. Dich lassen wir einfach unten. Ich hasse euch. Ihr kommt jetzt nicht mehr hoch, oder? Nein, ihr könnt doch nicht mehr springen. Okay, neu starten. Ach, ja, tut mir leid, in diesem Part muss ich oft die Levels neu starten, doch jetzt habe ich es verstanden, jetzt wird es keine Probleme mehr geben. Erstmal hier rüber. Gut. Dann lasse ich dich hier hinunter, du springst dort hinüber. Das ist sehr gut. Komm hier hin. Okay, kurbeln das an. Kurbel, 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 kurbel. Damit du sehr schnell wirst, richtig da hoch. Okay, das war... Jetzt würde wieder mal nicht schräg springen, also nochmal kurbeln. Und rüber. Jawohl. Und es hat doch geklappt. Okay. Gut, jetzt bewegst du dich hier hinunter. Und dann lassen wir dich erstmal... Halt! Hier stehen bleiben. Okay. Bei dir machen wir das gleiche Spiel. Laufen und hier warten lassen. Okay. Gut, die machen wir weg. Setzen die hier hin. Hol noch den dritten Mini-Mario hier oben. Ich habe ihn nicht vergessen. Keine Sorge. Okay, der hebt sich hier dran. Sehr gut. Ein bisschen rüber. Hinunter. Und du kannst auch mitmachen. Halt. Okay. Huh. Das war knapp. Erstmal dich hinüber. Sehr gut. Warten lassen. Dich noch hinüber. Und warten lassen. Okay. Perfekt. Somit wäre das Level schon fast geschafft. Jetzt dürfen wir die wieder alle schleudern. Das war ja vorhin schon so schön. Okay. Bleib still. Bleib still. Bleib still. Kurbeln. 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 Das kennen wir. Und hoch. Gut, Nummer 1. Halt, hey. Nummer 2 und 3. Und das Level wäre geschafft. Puh, das war erst Raum 4. Okay. Sterne, Sterne, Sterne. Ich erhalte einen Silberstern, das sage ich jetzt schon. Was, nein? Oh, 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 dann nehme ich alles zurück. Dritter Stock, Raum 5. Wir haben 2 Mini-Marios mal nur. Das ist schön. Dieses Ding hier macht mir Sorgen. Oh Gott, das lässt Gegner frei. Ach du meine Heilige. Okay, hier ist ein Block. Wir sperren diesen Gegner erstmal ein. Okay. Okay, überlegen, überlegen, überlegen. Wie machen wir das? Okay, ich habe schon eine Idee. Dich erstmal hinunter. Genau, und den Buchstaben holen. Sehr schön, das ist ein sehr... Oh Gott, der Gegner kehrt zurück. Schnell wieder einsperren. So. Gut, dann lassen wir in der Zeit dich schon mal hinunterlaufen. Okay. Nein, 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 nein. Halt, halt, halt. Du läufst da hoch. Oh Gott. Ah, hau ab. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Schnell so. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh. Das wird alles ziemlich blöd gerade. Okay, okay, okay. Perfekt, perfekt. Irgendwie habe ich das jetzt gerade durch Glück, mehr Glück als Verstand herausgefunden. Und das Level wäre geschafft. Den Buchstaben habe ich auch, Gott sei Dank. Puh. Das war gerade irgendwie nur noch schnell reagieren und alles regeln. Aber so hat es geklappt. Okay, wir haben Punkte, 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 Punkte. 11.000 brauche ich für einen Silberstern. Okay, fast 12.000. Und Silberstern. Okay, perfekt. Ja. Okay, Raum 6 schaffen wir auch noch. Dritter Stock, Raum 6. 2 Mini-Marios. Nein, natürlich 4 Mini-Marios. Mit einem neuen Affen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Man kann mit einem Mini-Mario hin und ihm an die Krawatte ziehen. Dann wird er erstmal kleiner. Doch das ist noch nicht alles. Wir lassen ihn nochmal zurücklaufen. Denn wenn wir schon den Vorteil haben, dass er so klein ist, lassen wir den anderen Mini-Mario auf den Affen hinauf. Und dieser transportiert gleich beide rüber. Okay, dann gehst du erstmal runter und dann du. Okay, perfekt. Dann hätten wir euch beide schon mal da Richtung Ziel. Hier wird es ein wenig gefährlicher durch die Stacheln. Aber ich muss es... Moment, Ah, ich verstehe. Okay, also müssen wir diesen Mini-Mario normal über Wasser transportieren. Okay. Gut, dann holen wir dich... Okay, dann habe ich eine andere Idee. Diese 2 Mini-Marios rede ich jetzt schon mal. Halt, 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 halt. Rüber und... Hör auf mich, hier rüber. Okay, kurbeln, 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 kurbeln. Komm schon. Und hoch. So, dann könnt ihr beide schon mal ins Ziel. So, dieser hebt sich nun an die Krawatte fest. Dadurch kann der Affe doch noch hier durch. Weil er ja dann kleiner ist. So, diesen Mini-Mario drauf. Jetzt muss man aufpassen. Diesen Mini-Mario schnell Bescheid sagen. Okay, boah, geklappt. Okay, du drauf, du loslassen. Und jetzt retten wir noch den vierten Mini-Mario. Und damit wäre dieser Raum auch abgeschlossen. So, hinauf und ins Ziel. Damit hätten wir alle 4 Mini-Marios in Raum 6
gerettet. Woohoo! Okay. Wow, das wird echt anstrengend nach der Zeit. Punkte, Punkte, Punkte. Und Silber habe ich doch noch. Jawohl. Okay, doch, jetzt sage ich, mein Name ist Gutgo. Das war's für heute mit Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Wir sind bis zu Raum 6 gelangt und haben die noch geschafft. Im nächsten Part machen wir die nächsten drei Räume und dann den Boss, denke ich mal. Bis dahin und bye bye.